3500 CEOs, die bei der Silicon Valley mitfinanziert haben und ihre Startups nach oben gebracht haben. Insgesamt 200.000 Mitarbeiter haben eine Petition unterschrieben, dass nicht nur die $250.000, die Einlagensicherung, garantiert ist, sondern auch das Guthaben. Und das schauen wir uns heute ganz genau an. Natürlich auch den Preis. Und wie es sich ergeben hat, war das kein Nachteil. Aktuell für Bitcoin und den Rest der Kryptowährungen gibt es tatsächlich einen Anstieg von 10, sogar manche bis zu 20%. Und das wollen wir uns heute ganz genau anschauen. Morgen noch ein wichtiger Tag. EZB kommt zu einem sogenannten Sicherheitsrat zusammen oder Zinsrat, wie es so schön heißt. Und da wird besprochen, wie hoch steigen die Zinsen, um der Inflation entgegenzuhalten. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich hinein. Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, ich bin der Martin und darf euch am neuesten Stand im Bereich Kryptowährungen, Blockchain, Digitalisierung und natürlich jetzt auch das wichtigste Thema Silicon Valley. Wir schauen ja immer auch auf Silicon Valley. Wir kennen ja in Österreich auch das kleine Silicon Valley, sage ich immer so schön, in der Tabakfabrik. Und alle leben ja hier von Startups und man muss sich ja das so vorstellen. Es gibt dort eine Bank, die alle Startups finanziert hat, die sogenannte Silicon Valley Bank. Und die hat letzten Freitag bankrott angemeldet. Alles auf Stillstand. We are closed, hat es so schön geheißen. Und die Kurse fielen ins Bodenlose. Nicht nur der Aktienkurs, sondern auch, und was ganz interessant ist, auch der Kryptomarktungskurs. Das heißt, wir haben am Kryptomarkt unter $20.000 gesehen, aber am Sonntag hat sich alles erholt und die Tendenz ist tatsächlich noch immer steigend. Gestern konnten wir $26.000 verzeichnen. Und heute aktuell, Mittwoch, 15.03. um 7:45 in der Früh, haben wir $24.930 beim Bitcoin. Und die Tendenz ist natürlich auch noch immer im Kaufrausch. Ether bzw. Ethereum hat hier die Möglichkeit gefunden, wieder über $1.700 zu handeln. Binance Coin über $300. Also macht richtig Spaß und die Gesamtmarktkapitalisierung ist jenseits der einer Billion. Wir haben auch schon schlechtere Zeiten gehabt, wenn man das hier schon sagen darf. Aber ich kann eines sagen, dieses Ding ist noch nicht gegessen. Denn, wie gesagt, die CEOs haben natürlich gekämpft. Momentan sieht so aus, $250.000 gelten als Einlagesicherung. Das mag für das eine oder andere Startup reichen. Nur große Startups mit großen Unternehmen, die hier wirklich viele, viele Millionen Dollar am Bankkonto gelagert haben, wäre jetzt außerhalb der Konkursmasse, wie das so schön heißt, also die Einlagensicherung, heißt, wenn die Bank insolvent geht, hast du deinen Betrag eingesichert oder abgesichert. Alles, was drüber ist, fällt normalerweise unter die Konkursmasse. Und da gab es jetzt eine Petition von den CEOs, insgesamt 200.000 Mitarbeiter sind hier betroffen, denn die müssen ja die Löhne kassieren. Und ich glaube auch, dass natürlich auch hier eine große Ansteckungsgefahr herrscht. Große Unternehmen, große Startups haben ja mehrere Millionen Dollar dort liegen und die müssen jetzt zittern, dass es kommt. Anscheinend springt die amerikanische Regierung mit der Finanzministerin an der Spitze ein und es sollte hier eine Absicherung geben. Nur was heißt das für die Zukunft? Kann sich der amerikanische Staat das leisten? Einen Bankencrash in einer Größenordnung von der 16 größten Bank und mittlerweile haben es auch schon mehrere andere closed gemeldet, we are closed. Und ich bin gespannt, was die nächsten paar Tage noch auf uns zukommt, was wir hier in dem Bereich noch hören. Aktuell sieht es so aus, wie wenn die Leute, die ein Plus haben, über $250.000, auch hier zu ihrem Geld kommen. Ich hoffe, dass für alle Angestellten, denn wenn Lohnzahlungen sind und du kriegst dein Gehalt nicht mehr, musst du zittern. Und generell, wenn das Startup hier erfolgreich ist und hat vielleicht mehrere Millionen Dollar auf der Seite und es gibt keinen Zugriff mehr, ja, dann kann das ganz, ganz schnell einen Dominoeffekt auslösen. Und das würde ich schon eher als bedenklich äußern, als eher beruhigend. Dass der digitale Euro natürlich auch nach Europa kommt, das wissen wir schon. Präsidentin Christine Lagarde, heißt so schön, Spanien und die EU arbeiten im digitalen Euro und wollen natürlich auch hier eine gemeinsame Lösung finden. Was aber auf alle Fälle interessant ist, in den nächsten Tagen, und das ist morgen so, denn es sollte morgen der Leitzinssatz wieder erhöht werden. Europäische Zentralbank liegt im März bereits schon das erste Treffen klar und ich glaube, dass wir hier um 0,5 Prozentpunkte angehoben werden.
Das Meeting wird morgen alles entscheiden. Das nächste Meeting steht dann im Mai an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es runtergeht. Aktuell wird erwartet 0,5% mehr. Momentan der Zinssatz liegt bei 3% bei der EZB. Das heißt, für uns als Endverbraucher kann man ungefähr das Doppelte rechnen, wenn wir zur Bank gehen und wir brauchen Geld. Die wollen natürlich auch etwas verdienen. Aber man muss hier wirklich aufpassen, einfach die Nachrichten kontrollieren. Sie wollen natürlich der Inflation entgegenwirken. Für den Bitcoin-Preis hat es jetzt keinen Nachteil gehabt, bis jetzt noch nicht. Ich bin persönlich, nur meine persönliche Meinung, sehr, sehr skeptisch, denn ich gehe davon aus, dass der Aktienmarkt im Bereich Silicon Valley Bank hinunterkracht und es könnte hier wirklich zu einem Dominoeffekt kommen, dass es mehrere Banken ansteckt, mehrere Unternehmen ansteckt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen sollte. Ein Gerücht ist auf alle Fälle interessant und das habe ich auch gelesen, ist Elon Musk. Und der hätte die Idee ganz nett geäußert. Laut Elon Musk könnte Twitter die Silicon Valley Bank kaufen. Denn gemeinsam mit Tesla und Twitter könnte er die Silicon Valley umgestalten auf eine neue Digitalbank. Und das ist natürlich auch Elon Musk zuzutrauen. Und wir wissen ja, alles, was er sagt, kann natürlich auch passieren. Auch wenn er hier eine Galionsfigur ist, auch am Kryptomarkt und mit seinem Auftritt oft fragwürdig ist, hat er doch eine große Macht und steht einfach an der Spitze der Gehälter von 8 Milliarden Menschen. Und das muss man hier schon mal festhalten. Tesla, eine große Marke. Twitter, noch größere Marke. SpaceX, also der Mann hat schon einiges richtig gemacht. Und eine Digitalbank oder eine Silicon Valley Bank umwandeln in eine Digitalbank könnte natürlich hier wirklich ein Gamechanger sein. Und das werden wir auch weiterhin verfolgen. Ja, beim Preis sieht es eher so aus, mehr Kauf als Verkauf. Und ich bin gespannt, wie es diese Woche noch weitergeht. Nach der EZB melden wir uns auf alle Fälle noch einmal. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Eines wäre vielleicht noch ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte, bitte lasst mir einen Kommentar da. Was haltet denn ihr davon, wenn Elon Musk tatsächlich die Bank und Digitalbank umwandelt? Und wie geht es weiter mit dem Bitcoin-Preis? Vielleicht lasst du mir hier direkt unten an den Kommentaren und den Rest kennst du ja einmal liken, würde mich besonders freuen. Und ja, das war's von meiner Seite. Danke, auf Wiedersehen und goodbye.